In Österreich sind erst rund 64% zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Um eine erneute Welle einzudämmen, müsse der ungeimpfte Teil der Bevölkerung motiviert werden. Das zumindest betont die MedUni Wien. Insgesamt 3067 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen im August 2021 an einer Online-Umfrage teil. Ein Drittel davon waren Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 18 bis 90 Jahren. 18% der Teilnehmenden in Österreich gaben an, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein und sich noch nicht für eine Impfung angemeldet zu haben. Das wurde am Montag in der MedUni-Aussendung erläutert. Aus den Antworten ergab sich, dass 23,5% dieser Personen sich eher impfen lassen würden, wenn sie sich den Impfstoff frei aussuchen könnten. Das ist vielerorts aber bereits möglich. In Wien geht das etwa, wenn man den Online-Termin bucht, also beziehungsweise einen Termin online bucht. Bei den Impfaktionen in der Stadt ist man dann an den dort verabreichten Impfstoff, meistens ist Johnson & Johnson oder BioNTech Pfizer, gebunden. 8,7% würden das bei Erhalt eines Gutscheins und 6,6% bei der Teilnahme an einer Lotterie mit Gewinnen tun. Weitere motivierende Gründe waren etwa Impfung am Arbeitsplatz, kostenloses Essen nach der Impfung und der Erhalt eines Stickers, der die Impfung sichtbar machen würde. Des Weiteren wurden aber auch etwa Geld, eine verfügbare Schluckimpfung und Langzeitstudien als Anreize genannt. 15,8% gaben dabei an, sie wären bereit, sich eher impfen zu lassen, wenn die Impfung gratis wäre. Genau das ist aber auch in den genannten Ländern der Fall. Das sprachen zumindest die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und da sprachen sie von einem kuriosen Detail am Rande. Aus der Befragung sei allerdings nicht ersichtlich, ob wirklich alle Menschen wissen, dass die Impfung in Österreich kostenlos und der Impfstoff in den meisten Bundesländern frei wählbar ist. Ich zitiere, hier könnte es an ausreichenden Informationen mangeln, so Schernhammer vom Zentrum für Public Health an der MedUni Wien. Die Möglichkeit, sich den Impfstoff auszusuchen, schien besonders für Personen mit einem hohen Bildungsabschluss attraktiv zu sein. Während der Erhalt eines Gutscheins oder etwa die Teilnahme an einer Lotterie für weniger gebildete Personen und auch für jüngere Menschen zwischen 18 und 35 Jahren attraktiv erschienen. In der Schweiz und in Deutschland, da waren die genannten motivierenden Anreize größtenteils ähnlich verteilt.